Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. In diesem richten wir uns noch den Internetzugang in unserem OpenWRT-Router ein. Bisher haben wir ja den Router immer nur hinter unserem bisherigen Router eingerichtet, damit wir den sauber in aller Ruhe einrichten können und auch mal testen können, ob alles sauber sitzt, damit wir von außen her wirklich abgeschottet sind. Jetzt wollen wir natürlich mal den Router ans freie Internet anschließen, damit der OpenWRT-Router auch unser Router für die Zukunft sein kann. Wie du eine Internetverbindung herstellen kannst, zeige ich dir jetzt. Ich kann in diesem Video allerdings nicht alles abdecken, da ich nicht alle Internetzugänge zur Verfügung habe, die es auf der Welt gibt, angefangen vom normalen DSL bis hin zu Kabel, Glasfaser, Mobilfunk oder gar Satelliteninternet. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ins Internet zu gelangen und ich habe allerdings nur eine Möglichkeit hier und das wäre jetzt bei mir gerade Glasfaser. Von dem her kann ich dir nicht alles zeigen, allerdings kann ich dir die Wege zeigen, wie du das Ganze selbst umsetzen kannst oder zumindest die Punkte finden kannst, die für dich wichtig sind. Über das Lucy Web Interface können wir das alles relativ einfach einrichten. Wir gehen dazu hier aufs Netzwerk, wählen dann die Netzwerkschnittstellen aus und sehen dann hier in der Regel schon mal unsere WAN-Verbindung. In der Standardeinstellung sollte der OpenWRT-Router schon mal so eingestellt sein, dass er hier einen DHCP-Client zur Verfügung stellt auf der WAN-Seite, worüber er IP-Adressen erhalten kann, die dann eine Internetverbindung bereitstellen. So ist es auch jetzt hier bei mir. Ich habe hier nichts konfiguriert, das war von vorneweg so drin. Sollte das nicht passen, weil wir müssen zum Beispiel PPPoE-Einwahldaten verwenden für unseren Internetzugang, dann funktioniert das Ganze hier natürlich nicht. Wir können dann hingehen und das Ganze hier einfach mal löschen. Ich gehe jetzt einfach hin und habe einen zweiten Internetzugang jetzt hier, in Anführungszeichen, den ich jetzt mit PPPoE-Einwahldaten bestücken möchte. Dazu gehe ich einfach hin, klicke hier nochmal auf Geräte und gucke mal nach, welcher Zugang das denn sein könnte. Da ich hier eine virtuelle Maschine verwende, heißt das alles Ethernet, von 0 bis 4 in dem Fall. Und ich kann hier nicht direkt zuordnen, was ist. Allerdings weiß ich, dass ich über Ethernet 4 hier jetzt einen zweiten Internetzugang zur Verfügung hätte. Bei normaler Hardware kann es durchaus vorkommen, dass hier statt Ethernet auch wirklich WAN dran steht, weil ihr habt ja einen WAN-Anschluss an so einem Ding normalerweise dran. Wer ein extra Modem verbaut hat, sollte hier auch das Modem dann normalerweise finden können. Um jetzt die Zugangsdaten zum Beispiel von PPPoE verwenden zu können, gehen wir hier auf die Netzwerkschnittstellen, wählen dann hier neue Schnittstelle hinzufügen aus und geben dem ganzen Ding hier zum Beispiel mal einen Namen. Entweder nennen das DSL, Kabel, Internet oder was auch immer. Ich benenne das Ganze gerne WAN und da ich hier den zweiten Zugang habe, nenne ich es jetzt einfach mal WAN 2. Bei Protokoll können wir dann auswählen, wie wir uns verbinden müssen. Kriegen wir entweder über DHCP eine IP-Adresse zugewiesen oder müssen wir zum Beispiel PPPoE-Einwahldaten verwenden. Letzteres ist meistens in Deutschland zumindest üblich, deswegen wählen wir das Ganze aus. Dann müssen wir natürlich das Gerät auswählen, über das die Zugangsdaten verwendet werden sollen, also unser Internetzugang. Hier wähle ich die Schnittstelle 4 aus, denn dort hätte ich ja dann meinen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Anschließend drücken wir hier auf Schnittstelle anlegen. Und wir erhalten ein weiteres Setup. Hier können wir eben weitere Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel unsere PPPoE-Einwahldaten. Da gibt es ja normalerweise einen Benutzername und ein Passwort. Ich gebe jetzt hier einfach mal kurz was ein, dass wir was drinstehen haben. Ob das jetzt gültig ist oder nicht, sei dahingestellt. Wichtig ist hier nur, dass wir den Haken gesetzt lassen, während des Bootvorgangs starten, damit eben die Internetverbindung während des Bootens schon aufgebaut wird, damit das Internet auch sauber immer funktioniert und nicht von Hand aufgebaut werden muss. Wenn ihr noch weitere Informationen vom Provider erhalten habt, die ihr für die Einwahl angeben müsst, dann gibt es hier unten auch dementsprechend die Option dazu. Ich kenne aber keinen Provider, der hier irgendwas Spezielles noch haben möchte. Über die erweiterten Einstellungen können wir dann noch hingehen und hier ein bisschen weiter runter scrollen und auch dann hier den Haken IPv6 Prefix Delegation gesetzt lassen, soweit wir IPv6 nutzen möchten, beziehungsweise das auch überhaupt erstmal bekommen. Wenn ihr IPv6 gar nicht nutzen wollt, könnt ihr auch den Haken rausnehmen, dann kriegt ihr auch nie ein Präfix, mit dem ihr arbeiten könnt. Ansonsten könnt ihr hier die Einstellungen erstmal so belassen, wie sie sind. Hier müsst ihr jetzt erstmal am Anfang nichts ändern. Sollte eigentlich in der Regel passen. Es sei denn, ihr wisst, dass ihr hier was ändern müsst. Wir gehen dann einfach hier in den Tab Firewall-Einstellungen und wählen hier schon mal eine passende Firewall-Zone aus, damit der Router auf jeden Fall danach bei Verbindungsaufbau von der Firewall her zu ist. Denn wir wollen ja hier nicht einfach offen ins Internet gehen. Wir wählen hier einfach schon mal direkt WAN aus. Ich habe ja hier schon zwei Interfaces drin. Das sind ja die zwei, die schon existieren. Da füge ich das Ganze jetzt einfach hinzu. Zum guten Schluss prüfen wir auch hier bei DHCP-Server, dass wir den hier nicht aktiv haben, denn unser Internetanbieter wird sich tierisch darüber freuen, wenn wir dann über die Internetschnittstellen DHCP-Server zur Verfügung stellen wollen. Ja, das braucht er, glaube ich, nicht. Deswegen lassen wir das Ganze hier natürlich aus. Wir drücken dann hier auf Speichern
Und dann haben wir hier eine zweite Bahnschnittstelle in meinem Fall angelegt. Ansonsten kann das bei euch jetzt die erste Bahnschnittstelle gewesen sein. Sobald ihr dann hier auf Speichern und Anwenden drückt, sollte das Ganze übernommen werden und euer Internetzugang sollte online gehen. Da bei mir jetzt kein PPP-OE dahinter wartet, lösche ich den nochmal raus und lege jetzt hier bei mir einfach einen zweiten Internetzugang via DHCP an. Also stelle ich hier bei Protokoll das Ganze eben auf DHCP Client, wähle hier mein Ethernet 4 aus. Der Rest hier passt dann, muss hier nichts abändern, das ist gut. Wir sagen hier nur bei Firewall, wir sind dann hier im WAN wieder unterwegs, speichern. Danach drücke ich hier auf Speichern und Anwenden. Und wie wir sehen, habe ich jetzt hier dann dementsprechend automatisch, wie es auch sein soll, eine IPv4-Adresse erhalten. Perfekt. Um das Ganze jetzt für IPv6 auch noch machen zu können, kann ich dann nochmal hingehen, eine neue Schnittstelle hinzufügen, spiele das Ganze nochmal mit DHCPv6-Client durch und dementsprechend habe ich auch dann dort eine IPv6-Adresse. Werde ich jetzt hier aber kurz ersparen. Was wir nach dem Anlegen allerdings tun sollten, damit auch alles wirklich sauber funktioniert und sicher ist, wir sollten hier noch einmal auf Netzwerk gehen und die Firewall aufrufen. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall prüfen, dass hier die Zonenzuordnung zu den Interfaces auch sauber passt. Bedeutet, wir sollten hier einmal auf Bearbeiten klicken und darauf achten, dass hier, wo Warnzonen hinterlegt sein müssen, auch die Warnzonen hinterlegt sind. Unter Umständen kann es passieren, dass durch solche Anpassungen gerne mal die Konfiguration etwas verschoben werden und solche Interfaces nicht automatisch wieder hier reinwandern, wo sie rein sollten. Dementsprechend prüft einmal durch, ob hier alles noch passt. Wenn nicht, dann macht das eben hier wieder passend. In dem Fall muss eben Warn bei Allow Forward to Destination Zone drin sitzen. Dasselbe Spiel hier von Warn zu Drop. Hier haben wir es bei Covered Networks mit drin. Das passt. Und von Gast zu Warn passt das auch. Hier in dem Fall kann ich dann dementsprechend meinen Gästen einen zweiten Internetzugang zur Verfügung stellen. Ist doch auch schön. Nachdem wir hier durch sind, müssen wir uns noch einmal durch die Traffic Rules durchquälen und darauf achten, dass eben hier die Warnzugänge noch korrekt hinterlegt sind. In der Regel verweist das Ganze hier auf Zonen. Dementsprechend, wenn wir hier die Zonen editiert haben, sollte es schon mal passen. Allerdings ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, einmal hier durchzugucken. Also hier auf Bearbeiten und gucken, dass das Ganze hier korrekt noch sitzt. Zum guten Schluss müsst ihr natürlich hier auch NAT Rules anlegen, soweit ihr NAT Rules verwendet oder verwenden müsst, um ins Internet zu gelangen. Was eben bei normalen Internetanschlüssen wie DSL, Kabel oder Glasfaser auf jeden Fall getan werden muss. Oder ihr geht hier auf die allgemeinen Einstellungen und aktiviert hier das Masquerading. Danach sollte eigentlich euer Internetzugang problemlos wieder funktionieren und ihr solltet über euren OpenWRT-Router dann ins Internet gelangen. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Ich kann dir jetzt hier, wie gesagt, nicht viel mehr zeigen, da ich leider keine anderen Internetzugänge zur Verfügung habe, um dir die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten davon zu zeigen. Wenn das Video bis hierher gefallen hat, lasst das Däumchen nach oben da, hinterlass ein Abo, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und empfehle natürlich das Video an deine Freunde weiter, soweit die auch noch mit dem Internetzugang kämpfen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn du einfach unten in die Videokommentare dazu packst, welche Option du noch setzen musstest bei deinem Internetanbieter, damit deine Internetverbindung sauber aufgebaut werden konnte. Bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen und hau rein!